willkommen bei unserem neuen YouTube-Video. Ich heiße Stefan. Ich bin Lara und zusammen sind wir 11 Freunde. Wuhu! So Leute, heute gibt's was ganz Neues und Special-mäßiges, passend zur Weihnachtszeit. Und wir backen nämlich heute Weihnachtsplätzchen! Ich glaube, das war's. So, also Freunde, ich habe noch nie in meinem Leben gebacken alleine, also ich kann ich das überhaupt nicht. Ich schon, aber immer schief. Ja, ey Freundin, mach das jetzt hier voll, ich bin krasse seelische Unterstützung, ich bin der Rezeptevorleser und... Ey Freundin, setz es um und... Ich versuche auch mein Bestes, Leute, ich gebe mir alles für die Hashtag ey Freundin Community. Kurz noch Eigenwerbung, unser Merch ist draußen, Leute, abchecken und jetzt geht's aber echt los. Mit unserem Rezept für einfache Butterplätzchen backst du garantiert die schönsten und leckersten Plätzchen für jede Reihe Jahreszeit. Rezept von Annalena. Also wer auch immer Annalena ist. Okay, also für den Mürbeteig. Mürbeteig? Ja, also für den, was ist Mürbeteig? Für den Teig. Warum heißt das Mürbeteig? Mein Gott. Ich war gar keine Ahnung, ey. Bei mir gibt es nur 5 Minuten Terrino und Pizzen, ey. So, auf jeden Fall, ja, wir brauchen 125 Gramm kalte Butter. Die haben wir hier. Hallo. Kalt. Oh, das ist kalt. Okay, ich will das machen. Das sind Sachen, die kann ich auch. Okay. Also, einfach nach Augenmaß, die Hälfte ist ungefähr hier. Wie viel ist denn überhaupt das? 250 Gramm sind das. Okay. Boah, bist du unvorbereitet, ey. Das wiegt... 125! Ich glaub schon. Okay, und jetzt? Hier rein. Super. Pop. So, jetzt brauchen wir 200 Gramm Mehl. Warum? Oder, ja, dann mach halt da rein. Dann macht's halt so. Ich check deine Logik gar nicht, aber ich krieg wie das nicht mal auf. 200 bis zu 2. Ich hab das jetzt verstanden, wie das geht. Hört auf. Die Handyöffnungen sind gleich voller Mehl. Mann, das geht nicht auf! Gott. So. Ich check das gar nicht. Bis zur 2. Da passiert ja gar nichts. Wohl. Fast. Ja. Boah. Okay, das sind 200 Gramm, Leute. Und jetzt? 100 Gramm Zucker. Zucker! Du kannst auch einfach ein Stück von mir abschneiden. 100 Gramm. Fertig. Okay. Eine Packung Vanillezucker. Reicht eine 11. Nicht da. Okay, Vanillezucker ist auch drin, Leute. Und jetzt noch ein Ei. Boah. Ach, das ist das Fake-Ei. Oh, verarscht, Leute. Jetzt schaut euch, wie professional. Habt ihr schon mal Plätzchen gebacken oder so? Schreibt mal in die Kommentare! Cool! Okay, welche nehmen wir denn? Müssen wir die nehmen? Wir schaffen das. Die sind nicht drin. Oh nein, die fliegen raus. 20 Minuten später. Die müssen die. Oma Bärbel hat mir das erklärt. Ein paar Sekunden später. Das geht nicht, es ist vielleicht... Ah! Unfall! Guck mal. Nicht anmachen! Oh mein Gott. Reicht nicht ein Rührding? Nein! Nochmal beide? 6 Stunden später. Auswurf! Ah! Wieso geht es? Ah! Woo! Let's go! Die Butter! Warte, warte, ich brauche eine Schutzbrille. Okay. Muss da nicht noch Wasser oder so rein? Ja, da muss etwas Mehl für die Zeigfarbe rein. Los geht's! Dabei. Macht sie das richtig, Sebastian? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr zu Hause schon mal besser gebacken habt. Mehl. Boah, das werden niemals Weihnachtsplätzchen.
Das wird totaler Schmutz. Das wären so gefühlt zwei Plätzchen. Das fühlt sich an, natürlich. Pizzabacken oder so. Du Pizzabäcker. Wisst ihr, womit das noch einfacher geht? Mit Nudelholz! Schnudelholz! Oh, das Schnudelholz! Woo! Oh, geil, wir haben Teig gemacht. High five! 8 Sterne, wenn es so weiter so geht. Rocky! Nein, das ist giftig für dich. Gib mir Mehl! Du brauchst Mehl! Das ist ein Mietenschenkelchen. Das sieht aber nicht so gut aus. Lies doch mal die Beschreibung weiter. Okay. Ja, dann kommt der jetzt in den Kühlschrank. Wie als Batzen oder was? Als Batzen, der nicht muss als, kühlen. Nicht nein. Als Fläche. Nein. Als Blätterteig. Da steht doch Teig verkneten, verkneten und dann in den Kühlschrank. Fläche 2. Okay. Eine Stunde später. Übrigens, Leute, habt ihr die Chance, unseren Merch zu gewinnen. Und zwar... Merch. Und zwar ist es ganz easy. Ihr schreibt einfach nur einen Kommentar unter dieses Video, warum ihr gerne den Merch hättet. Haben wollt. Oh Gott, Deutsch ist schon wieder schwer, Leute. Und müsst uns natürlich abonnieren. Macht doch hier die Glocke rein und so, ne? Ich hab keine Ahnung, ihr macht das schon, Leute. Ich vertraue euch da. Und die Verlosung wird stattfinden auf TikTok in unserem Livestream am 31.12. Silvester! Wir werden nämlich eine Silvester-Livestream-Party mit euch machen und da werden wir dann live mit euch zusammen den Gewinner verlosen bzw. ziehen. Und ja, also ganz einfach, Kommentar schreiben, warum, abonnieren, Glocke, Dingsbums da anmachen und dann macht ihr schon mit. Easy. 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 3 Wochen später. Ach so, ja, also wie gesagt, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das hab ich schon gesehen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Ich bin sowieso voll unbegabt mit so künstlerischen Sachen. Du hast das toll gemacht. Ich habe das toll gemacht, dankeschön. Ja, ich find's jetzt nicht so toll, aber wenn du sagst, das ist toll, dann freut mich das natürlich. Okay, lass uns doch noch so ein cooles Endbild haben hier so. Okay, nimm dir doch mal so ein bisschen Mehl. Okay. Und dann kann, hoch? Ja, das können wir so streuen oder hochschmeißen. Okay. Bereit? 1, 2, 3, wuhu! Yay! Yeah! Lasst ein Abo da! Lasst ein Abo!